Herzlich willkommen im Gruselhaus. Wir sind Annemarie. Und Andy. Und wir sind zurück mit einem sehr coolen Film. Aber jetzt nehmen wir schon alles vorweg. Und zwar Happy Death Day. Warum nimmst du alles vorweg? Ja, die Meinung. Weil ich schon gesagt habe, jetzt ist ich den coolen Film. Okay. Okay. Aber ja, dann gehen wir zu den Fakten über Happy Death Day. Wir haben hier die 92 Minuten. Ist nur FSK 12, aber muss ja auch nichts Schlechtes sein. Nein. Ist ein amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahre 2017. Und zwar Regie geführt hat Christopher Landon. Woo. Auf jeden Fall hätten wir die relevanten Personen. Das wären Jessica Rose, spielt die Tree. Israel Broussard, den Carter. Ruby Mondin, die Laurie. Und Rob Mallow, den John Toms. Tja. Das sind für uns so die wichtigsten, der Rest ist mehr so neben. Ja, die sind halt, ist halt nicht relevant. Nee. Cast. Egal. Musikscore ist Bear McCreary gewesen. Ja. Und das Budget, das Ganze hat nämlich 5 Millionen US-Dollar gekostet. Und jetzt haltet euch die Schnürsenkel fest. Weltweit an den Kinokassen ganze 125 Millionen US-Dollar wieder eingespielt. Aber schon mal ein ordentlicher Schnitt, du. Ich habe Klettverschluss. Ja, so. Dann halt dich an deinem Klettverschluss. Ja. Na gut, dann ins Vergnügen starten. Auf jeden Fall. Wir starten rein in die Story. Und zwar hören wir ein leichtes Glockengeläut und unsere Hauptdarstellerin Tree wacht in einer Studentenbude auf. Genau, wir haben ein Universitätsgelände, ein weiträumiges, wie so Universitätsgeländen halt sind. Ja. Ne? Genau, wir haben ein junges Mädel, blond und jung. Ja. Sie wacht auf. Ein junger Mann hockt schon da in der Ecke und sucht anscheinend irgendwas, man weiß es nicht. Ja, und dreht sich irgendwie zu ihr um und meint dann auch so, oh, du bist schon wach. Auf jeden Fall sieht sie sich um, sieht, dass sie halt nicht bei sich im Zimmer ist, sondern in einer Studentenbude und ihr Handy geht los, denn ihr Vater versucht sie anzurufen. Sie sieht sich nach ihren Klamotten halt um. Auf jeden Fall findet man heraus, dass sie ordentlich geballert hat, ja, am Tag vorher. Ne? Wie das Studentenleben so ist, Party. Rein ge... Ne? Genau. Zwängt und alles da. Egal, sie fragt nach einer Tablette. Ja. Ne? Er fängt dann an, ja, von wegen, ja, du warst ja sehr betrunken, doch. Und, ja, ja, nach dem Motto, kannst du dich überhaupt noch an meinen Namen erinnern? Und sie? Nee. Ne? Und, naja, er ist halt sehr betröppelt dann halt, ne, weil genau. Er halt, er wollte ja nur nett sein, ja, der arme Junge. Der, ne, arme Junge. Also er stellt sich auf jeden Fall als Kater vor. Genau. Sie hat einen und er ist es. Ja, das ist voll das Lustige. Schön. Zusammenspiel. Ja. Auf jeden Fall kommt jetzt ja unser guter Freund Ryan durch die Tür geprescht und na, hast du die Alte flachgelegt? Und sie guckt den Ryan an, der halt Carters Mitbewohner ist, der halt im Auto pennen musste, während er da die Alte mit auf dem Zimmer hatte. Und naja, sie stapft böse aus dem Zimmer und geht über den Campus. Dort kommt ihr ein dunkel gekleideter junger Mann mit Sonnenbrille. Der die Brille so hoch, so runterzieht, um zu gucken, wer da gerade entgegenkommt. Dann kommt eine mit so einem Klemmbrett bewaffnet, so eine Klimaaktivistin, Greta, nennen wir sie ab jetzt. Und ja, will halt Unterschriften sammeln für... Ja, gegen den Klimawandel. Für den Klimawandel. Gegen den... Auf jeden Fall geht als nächstes, also sie geht halt den Weg weiter, als nächstes geht halt ein Rasensprenger an. Auf dem Rasen dieses Stückes sitzt halt so ein Pärchen auch noch. Die dann nasser Dinge aufschreckt. Und, richtig. Naja, auf jeden Fall hört man aus der Ferne irgendwie so Auto-Alarm halt, wie das ist, wenn man da drauf drückt, den falschen Knopf drückt. Ja. Und dann, ha, ne, egal. Schwupps. Auf jeden Fall sieht man dann noch als nächstes eine Gruppe junger Studenten. Genau, die da anscheinend eine kleine, wie nennt man das? Aktion. Ja. Ja, die machen so Spiele. Ja, die haben doch immer was, diese Vereidigung da, wenn ja, die dann das machen. Ist aber egal. Scherze. Auf ja, jeden Fall. Das sind alles schöne Wörter, die ich aber alle nicht mal. Egal. Ist ja auch egal, auf jeden Fall fällt einer aus der Gruppe um, weil die entweder so betrunken sind oder so lange nicht geschlafen haben. Ich glaube, es liegt eher daran, dass sie 26 Stunden schon auf den Beinen sind. Ja. Dann da. Egal. Auf jeden Fall, das passiert so alles. Sie, Na, es kommt noch ein junger Mann entgegen, namens Tim.
Richtig. Und ja, du hast nicht mehr geantwortet auf meine Nachrichten. Und sie so, hä? Ja, und dann kommt eben raus, dass die halt ein Date hatten, ja. Aber sie sich dann eben nicht mehr bei ihm gemeldet hat. Also auf jeden Fall findet man sehr schnell raus, das ist ein ganz schön arrogantes Mistvieh. Ja, Mistvieh. Also sie kommt in dem Moment schon sehr arrogant rüber und lässt auch Tim im Regen stehen. Und also es regnet nicht wirklich, aber sie lässt ihn stehen und geht von dannen und kommt als nächstes an ihrer Studentenvereinigung an. Also genau. Wie es in Amerika so üblich ist, Kappa, Delta, Y. Genau, dieses Verbindungshaus dann halt. Genau. Dann, ne? Ein junges Mädchen sitzt halt irgendwie vor dem Haus auf den Stufen mit so fetten Kopfhörern. Sie winkt drollig rein, aber sie wird halt auch gepflegt, ignoriert von der Tree. Genau. Ja, auf jeden Fall schleicht sie jetzt so langsam ins Haus hinein. Aber es dauert nicht lange und unsere noch arrogantere Danielle kommt rangepirscht und ja, wo warst du denn hier, ne? Und lalala, ne? Heucht sie da aus, bei wem warst du? Ganz schön harte Nacht gehabt. Aber, ne, lass es dir nicht hier zur Gewohnheit werden. Du weißt ja, wie man das nennt. Das ist so, ne? Huren! Naja, das hat er gemerkt. Egal, auf jeden Fall denk an die Hausversammlung heute Nachmittag um. Ist ja egal, ne? Okay, vergesse ich nicht. Ich bin da, ich bin guter Dinge. Sie schleicht in ihr Zimmer rein, ne? Wo auch schon ihre Mitbewohnerin, kann man sagen, doch, Mitbewohnerin, Lori, ist auch egal, schon hier, ja, wer kommt denn da aus dem Gebüsch gekrochen, so ungefähr. Und, ja, Tree fragt sie auch so, oh, hab ich mich sehr blamiert gestern Abend? Naja, du hast auf den Tischen getanzt, du hast eine Prügelei angezettelt. Zwei Prügeleien. Und du hast gekotzt, wenn du das blamieren auf willst. Auf die Theke gekotzt, ne, wenn das, dann, ja. Auf jeden Fall schlägt die Uhr 9.20 Uhr. Oh mein Gott, scheiße, ich muss zu meinem Kurs. Und ab geht's. Tree, ne? Zieht sich noch einen Pulli über den weißen und springt los und rennt in ihren... Aber Lori... Ja, stimmt. Ja, ne, sag nochmal. Ja, ich hab noch was für dich und präsentiert ein gebackenes Cupcake. Ja. Mit einer Kerze oben drauf. Auf gute zum Geburtstag. Und Tree fragt, wie hast du denn das rausbekommen, weil sie das anscheinend nicht so publik gemacht hat, dass sie Geburtstag hat. Und Lori meint, ja, das habe ich aus deinem Führerschein. Auf jeden Fall schmeißt sie es mir nichts in den Müll. Ja. Ne? Wegen der vielen Kohlenhydrate, die in diesem Cupcake doch vorhanden wären. Auf jeden Fall ganz schön gemein ist die gute Tree. Und wie gesagt, startet dann halt in ihren Kurs. Und ja, da geht es aber nicht großartig weiter. Sie ist dann halt in ihrem Studentenkurs da und anschließend sieht man, dass die vom Verbindungshaus halt so ein Treffen halt haben. Die beratschlagen sich, was man als nächstes für eine Charity-Veranstaltung machen könnte. Na gut, was man generell für eine Veranstaltung, man sagt halt, ja, wir machen eine Charity-Veranstaltung für, ich glaube, für Behinderte war es gewesen, ich weiß es nicht mehr, ne? Sowas. Weil es Danielle ja schon Angst macht. Egal. Auf jeden Fall sind da die Weibsen alle im Kreis zu sitzen. Ja, versammelt. Pflegend. Und Becky, ach, die tut mir so leid, hat halt ein Tablett vor sich stehen mit einer Schokomilch. Kakao. Lecker. Genau. Und hier die Danielle sofort am draufdrücken. Ja, was hast du denn da? Das kann doch wohl nicht wahr sein hier, ne? Weißt du, wie viel Kalorien das hat? Mein Gott, und hier die arme Becky nimmt ihr Tablett und schleicht davon. In dem Moment kommt der gute Kater um die Ecke. Das Tablett wird in die Lüfte geschossen. Also die stoßen quasi beide zusammen, Becky und Kater. Nein, das Tablett macht das einfach. Ja, das macht das einfach. Und das Getränk, die Schokomilch, ergießt sich über Trees nun weißen Pulli. Ja. Ach Gott, was für eine Pleite. Tree springt auf und zischt Kater an, was das soll. Und die werden ihr kennt euch. Ja, nein. Nein, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich wollte das nur hier vorbeibringen. Genau. Hält so seine Hand auf, ne, und gibt ihr quasi ein Armband. Ja, es ist ein Armband. Ja. Es ist keine Kette, es ist keine Haarklammer, es ist ein Armband. Man konnte es aber auch am Anfang schwer erkennen. Das stimmt. Egal. Armband, genau. Nächste Szene, befinden wir uns in einem Hospital oder ich glaube, ist das... Ist ein Krankenhaus. Ist ein Krankenhaus, ne? Ja. Ein Krankenhaus. Hier immer wieder das Telefon von Tree, wo der Vater anruft, hier, um mir wahrscheinlich zum Geburtstag zu gratulieren. Man weiß es nicht, aber wahrscheinlich schon. Ja.
Sie trifft im Krankenhaus noch Lori, denn die arbeitet halt dort, aber man merkt schon, es ist so ein bisschen unterkühlte Stimmung zwischen den beiden. Und sie macht auch noch so, also Lori gegenüber Tree, so Andeutung von wegen so, ja, das kann doch nicht gut gehen mit dem Typen und sowas. Aber Tree ignoriert ihre Zimmergenossin und steigt in den Aufzug. Und als nächstes geht sie in den Krankenhausflur. Und man sieht an, rechts an der Seite sitzt ein Wachmann. Vor einem Krankenzimmer. Vor einem Krankenzimmer, was ja auch schon meistens nichts Gutes verheißt. Genau. Aber sie geht schnurstracks in eine andere Richtung, geht da in die Tür rein und macht mir nichts, dir nichts mit Dr. Gregory. Wie der Nachname weiß ich nicht mehr. Aber Dr. Gregory. Dr. Gregory. Rum. Also man knutscht halt wild, heftig da. Ja, nein, meine Frau könnte reinkommen. Und sie schiebt keck mit einem Fuß den Stuhl unter die Türklinke und naja, knutschi knutschi halt, ne? Und es klopft an der Tür. Und das ist natürlich Mrs. Dr. Gregory. Mrs. Gregory. Sehr schön. Auf jeden Fall. Mr. Butler, aber ist egal. Als sie die Tür öffnen, tun sie natürlich so, als wenn jetzt unser Dr. Gregory einfach nur Besuch von der Studentin hätte. Dr. Manu. Dr. Gregory viel lustiger. Wir waren jetzt bei Dr. Gregory. Auf jeden Fall ist dann halt die Szenerie, wie gesagt, dass die Ehefrau von unserem Dr. Gregory da aufschlägt und Tree verabschiedet sich dann und er meint dann nur, ja, das ist hier meine Studentin. Guck mal hier, so. Meine Studentin. Sure. Nächste Szene. Wir haben es jetzt abends schon, ne? Ja. Tree lackiert ihre Fußnägel. Ihre Füße komplett. Und ins Zimmer stürzt Danielle, die anscheinend irgendwie Kleidungsstücke von hier Tree anhat. Und er tut nichts, die Sache ist auch egal. Auf jeden Fall labert sie da voll. Wann willst du denn zur Party kommen? Denn anscheinend findet irgendwo eine Party statt. Und ja, hier auf einmal. Zack, Bums, Stromausfall. Aber zack, Bums, Strom wieder da. Leck mich an die Füße. Mein Gott. Das ist ja schon öfter passiert. Ja. Ne? Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Danielle meint halt zu Tree, ja, aber komm nachher nicht zu spät zur Party, ne? So. Und sie zieht wieder ab. Und man sieht eben etwas später, dass sich dann Tree selbst auch auf den Weg zur Party macht. Es ist schon dunkel draußen, sie hat ein schickes Kleid an. Genau, sie hört noch Nachrichten ab und natürlich so eine Nachricht des Vaters drauf hier, ne? Wirkt sie aber dann quasi wieder ab. Ne? Du hast mich hier sitzen gelassen, bla bla bla. Bumsfall. Genau. Wir kommen hier Sportfans entgegen, ja, die anscheinend das riesige Football-Team unterstützt haben, paar Stunden vorher. Also man weiß aber lustigerweise gar nicht richtig, was für eine Sportart. Ich sag, es ist das riesige Football-Studententeam, was sie unterstützt haben. Ob das stimmt, ist mir egal. Ich möchte das jetzt so. Auf jeden Fall haben die eine Maskottchenmaske. Oh, es ist so eine Babymaske, ist es, also ein Babyface. Halt, ja. Ne? So eine Plastikmaske. Und diese Gruppe zieht halt an Tree halt vorbei, als plötzlich von dieser Gruppe ein Mann stehen bleibt, der diese Babyface-Maske halt aufhat und einen dunklen Hoodie mit Kapuze so oben drüber. Der dunkle Hoodie. Sehr schön. Sie guckt nicht, aber er guckt. Genau, er guckt ihr hinterher. Sie schnallt es aber auch nicht und geht weiter. Ja. Mir nichts, denen jetzt befinden wir uns in einer Unterführung, die halt hier mit so Baulaternen da auch ausgeschmückt sind. Und in der Mitte dieser Unterführung befindet sich eine Spieluhr, die das wunderschöne Lied Happy Birthday spielt. Ja. Und sie guckt sich ein bisschen unsicher um und ruft schon so, ja. Haha, schöner Scherz. Das ist jetzt aber hier nicht lustig und bla bla bla. Und geht dann halt zu dieser Spieluhr in die Mitte der Unterführung, schaut sie sich an. Und als sie sich nochmal umsieht, steht ein kleines Knackgeräusch. Genau. Und plötzlich steht dieser bemaskierte mit der Babyface-Maske Mann mit diesem dunklen Hoodie am Tunneleingang und sie sieht ihn und ruft ihn noch zu, ja, ja, sehr witzig, hahaha. Geh doch hier zu deinen Freunden, die da vorhin lang gegangen sind. Genau, sie hält es natürlich für einen Fan von dem hiesigen Football-Team. Auf jeden Fall verschwindet er plötzlich zur Seite an diesem Tunnel, an der Tunnelseite und sie sieht ihn dann nicht mehr. Sie schreit noch hinterher, ich rufe die Cops, ne? Ja, man das halt mal so macht. Das sag ich auch. Stimmt. Als sie gerade weitergehen will, beginnt plötzlich die Spieluhr wieder von vorne an. Tja,
vielleicht auch von der Mitte. Sie geht Auf jeden Fall geht sie jetzt weiter und plötzlich steht vor ihr auf der anderen Tunnelseite wieder der maskierte Babyface. Ich sag jetzt Babyface, finde ich gut eigentlich. Und es kommt zu einer Verfolgungsjagd. Natürlich, wie das immer so ist. Aber zieht ein Messer. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Und sie rennt weg, weil das ist keine Verfolgung, wenn sie nicht wegrennt. Er läuft auch hinterher, weil sonst ist es ja keine Verfolgung. Ja, sonst rennt sie einfach nur weg. Egal. Richtig. Aber wie es immer mit grazilen Damen halt so ist, schlägt sie lang hin. Ja. Und es dauert keine Sekunde, dann ist er aber auch schon bei ihr, steht hinter ihr, sie guckt hoch und er sticht sie. Er sticht sie. Ich weiß nicht mehr, wohin. Das weiß ich auch nicht. Er sticht sie und zack. Ist sie tot. Ist sie tot und wir sehen im nächsten Moment, wie sie, zack, aufwacht. In Carters Zimmer wieder aufwacht. In der Studentenwohnung. Mein Gott. Vom letzten Tag wieder aufwacht. Und wir sehen Carter wieder in der Ecke des Zimmers, was krank. Das Handy geht wieder los, ja, verpasster Anruf, Dad. Ja. Ne, sie packt sich in ihre Hose, ne. Ja, Carter fragt natürlich, weißt du, wer ich bin? Und sie so, und ja, Carter. Und er freut sich, dass sie jetzt seinen Namen weiß. Sie fragt wieder nach der Tablette, ne, und sie sagt schon so, nein, nein, du musst da hinten suchen, ne, und ja, da und da. Und als wärst du schon mal hier gewesen, sagt er doch noch, ne? Ja. Also schon alles, aber sie ist halt noch nicht so 100%, dass sie das jetzt schnallt, aber ein bisschen komisch kommt es ihr schon vor. Auf jeden Fall geht die Tür wieder auf hier, unser Freund Ryan kommt rein und flachgelegt. Sie sieht aber bevor Ryan ins Zimmer stolpert, sieht sie an der Tür noch einen Aufkleber, auf dem steht, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Und dann, davon. Zack, kommt der Mitbewohner rein und dann stapft sie davon. Genau. Sie geht wieder raus, Campus, über den Campus. Ne? Wir haben wieder die Klimaaktivistin Greta, die Rasenspringer verschrecken wieder das arme Pärchen, das Auto im Hintergrund schlägt Alarm, der junge Mann aus der Studentenvereinigung kippt zu Boden. Ja. Zack, sie trifft auf Tim. Tim, du hast nicht geantwortet. Sie fragt noch, welcher Tag ist heute? Ja, Montag, der 18. Du sicher? Ja. Und sie geht wieder zu ihrem Verbindungshaus. Da sitzt das Mädchen mit den Kopfhörern wieder, das ihr zuwinkt. Sie trifft wieder Danielle unten und die meint, ja, du verheimlichst mir doch was. Und Tree meint so, irgendwie habe ich heute so ein Déjà-vu. Naja. Als wenn ich das schon mal erlebt hätte. Entschuldigung. Auf jeden Fall erinnert Danielle sie wieder an die Hausversammlung halt und heute. Sie halt jetzt so langsam verwirrt. Ne? Mhm. Und Laurie ist dann halt auch wieder in ihrem Zimmer da. Und sieh mal an, wer dann da reinkommt. Ja, wie ist das alles merkwürdig hier. Ja. Ne? Und sie gibt ihr aber auch wieder das Törtchen. Genau, aber sie pustet es nicht aus, weil sie jetzt zu ihrem Kurs muss, um 20 nach 9. Sie stellt das Törtchen diesmal auf die Kommode und macht sich zu ihrem Kurs halt auf. Und als nächstes sehen wir die Szene wieder, wie diese Hausversammlung stattfindet. Da wieder, Sie guckt aber zur Seite und sieht einen Stand dort, wo man Merch von dem hiesigen Football-Team kaufen kann. Unter anderem diese Babyface-Maske. Ne? Und dann hier, Becky, ist das Schokomilch? Und die arme Becky und wird wieder gedisst. Becky. Und der Zusammenstoß mit Carter ist wieder im Anmarsch. Im Anmarsch. Tree kriegt wieder die ganze Schokomilch auf ihr Shirt. Und es heißt wieder, kennt ihr euch beide? Ja, nein. Und Carter gibt ihr wieder das Armband. Das Lustige ist, dass sie ihn an der Seite packt und sie schon die Hand aufhält und sagt, ja, gib her. Und er so, genau, du hast sowas von recht. Auf jeden Fall geht sie jetzt wieder ins Krankenhaus zu Dr. Gregory und meint hier zu ihm, ja, pass mal auf, ich muss mit dir reden. Das ist ganz komischer Tag heute. Auf jeden Fall will er halt rumknutschen da, ne? Und sie sagt, nein, deine Frau kommt gleich. Und ja, das ist aber ein Stimmungskiller. Und schwupps klopft die Frau an. Mein Gott, und Gott sei Dank hast du die Tür abgeschlossen. Ja. Naja. Auf jeden Fall ist jetzt abends mittlerweile wieder. Sie ist in ihrem Zimmer und schaut irgendwie auf dem Handy so alte Videos von Geburtstagen mit ihrer Familie. Und Danielle sprintet wieder rein in den Klamotten von Tree und der Strom geht wieder aus. Ja, Licht aus, Licht an. Ne? Und Danielle meint halt auch, ja, komm nicht zu spät zur Party.
Und naja, in der nächsten Szene ist sie halt wieder auf dem Weg da, hört wieder diese Nachricht da ab, ne? Diese Fans des hiesigen Footballteams kommen wieder vorbei und... Der Mann mit der Maske bleibt wieder stehen, mit dem schwarzen Hoodie, guckt ihr nach. Diesmal sieht sie ihn Genau, aber sie dreht sich nämlich auch um. Ja. Und die gucken sich beide eine Zeit lang an und plötzlich wird er von seinen Freunden aus der Gruppe gerufen. Ja, ich komme. Ne? So, sie geht dann halt weiter. Die Unterführung ist wieder am Start. Ne? Die Spieluhr befindet sich in der Mitte des Unterführung. Ja. Aber sie sagt, nee. Und rennt außen rum. Nicht nochmal. Also ne? Sie geht jetzt nicht durch die Unterführung wieder durch, sondern geht wieder zurück und kommt dann halt bei einem Verbindungshaus an. Genau. Dort ist aber alles dunkel, kein Man Licht. Man sieht aus einer Beobachterperspektive, aus dem oberen Fenster, dass irgendjemand sie beobachtet. Genau. Sie hört halt immer Geräusche, dreht sich um, wie das halt so ist, wenn man in etwas angeschlagen halt ist. Auf jeden Fall ist die Tür abgeschlossen. Genau. Sie dreht sich um. Dreht sich wieder um. Und sieht die Maske. Die Tür ist auf, die Maske ist da. Sie schlägt zu und schlägt den Maskenträger zu Boden. Und auf einmal geht das Licht an und dann Überraschung. Weil ihre Leute da eine Überraschungsparty für sie geplant haben. Und der junge Mann, der diese Maske aufhat, ich glaube, es war Tim. Nein, es war Nick. Es war Nick. Nick Sims war es nämlich. Nick. Es ist eigentlich der heimliche Schwarm von der Danielle. Ja. Ne? Genau, so war Aber der Nick Sims. Auf jeden Fall. Was? Ja. Ich wollte nur sagen, sie entschuldigt sich dann halt, dass sie ihn geschlagen hat. Das ist ja selbstverständlich. Ne? Auf jeden Fall macht der Nick Sims sich jetzt aber an die gute Tree ran. So, ne? Kommt so rum. Hier, er deutet auch mit einer zärtlichen Nick-Bewegung Richtung nach oben. Nick bedeutet mit einer Nick-Bewegung. Nick. Auf jeden Fall geht er die Treppen hoch und sie folgt ihm halt. Entschuldigung. Sie folgt ihm weiter in sein Zimmer halt rein. Und dort geht sie halt rein. Er ist nicht zu sehen. Sie stellt sich an den Spiegel und richtet sich nochmal ein bisschen das Haar her, als plötzlich sie hinter sich wieder den Mann mit der Babyface-Maske sieht. Oh mein Gott. Sie dreht sich um, nimmt halt. Streckt die Hand aus, nimmt ihm die Maske ab und sieht, dass es halt Nick ist. Genau, es ist Nick. Und er macht die Partykanone! Oh, es gibt harte Beatbässe, Disco-Kugeln, Lichter, alles drum und dran. Man hört nichts mehr. Schallende Lautstärke. Disco, Pogo, Dingelingeling. Also man hört und sieht halt. Genau, und sie meint halt auch noch, ist das nicht ein bisschen laut? Aber er geht halt voll drauf ab. Er danzt da ordentlich einen ab. Ne? Und sie dreht sich halt um, sodass er quasi in ihrem Rücken danzt und liest auf ihrem Handy. Sie dreht sich aber auch genervt und mit Augenrollen und alles, was dazugehört, weil sie eigentlich jetzt ein kleines Schäferstündchen haben wollen. Ein Techtelmechtel. Und auf ihrem Handy ploppt auf, bist du bei ihm? Ja. Und wir sehen eigentlich lustigerweise, sie schreibt damit, ich glaube, es ist Danielle, ne? Ja. Die da hin und Kann her, sein. Ja, du bist eine blöde Bitch und alles. Aber im Hintergrund bei ihr kommt der wahre Maskenmann, also Babyface, zum Vorschein und er dolcht den Arm Nick. Genau. Und sie kriegt nichts mit. Nein. Gar nichts einfach. Er wird da abgestochen. Auf jeden Fall dreht sie sich jetzt halt irgendwann wieder um, sieht halt den Babyface-Man, hält ihn für Nick. Ne, ist halt, ja, ne. Sieht sich dann aber irgendwie kurz um, sieht auf dem Boden Nick an der Seite liegen. Den toten Nick. Dreht sich wieder zum Babyface-Mann um und sie rangeln. Natürlich. Die rangeln, ne? Sie landen aber beim Rangeln auf dem Bett. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, er erdolcht sie wieder und... Genau, sie wacht wieder schwupps auf in Carters Zimmer. Genau. Und es geht wieder alles von vorne los. Ja, alles in Ordnung, ne? Handy, Date, weißt du überhaupt, wer ich bin? Ne. Ja, genau. Sie springt auf, zieht sich an. Du warst gestern ganz schön betrunken. Ne? Oh Gott, das ist ein Albtraum. Rennt zur Tür. Hast du, ne? Flachgelegt. Und sie rennt halt runter. Da ist jetzt schon ordentlich Panik am Start. Ne? Sie rennt über den Campus, trifft wieder die Umweltaktivisten, schubst sie zur Seite. Der Rasensprenger geht wieder an, die Autoalarmanlage an. Von der Studentengruppe kippt wieder der eine Typ um. Tim prescht hervor und sie geht halt weiter. Sie rennt panisch weg eigentlich. Also man sieht dann die nächste Szene, wie sie dann schon bei ihrem Zimmer ist, ne? Und halt völlig aufgelöst und blau. Ist alles okay bei dir? Was denn los, ne? Und ich verliere meinen Verstand. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Ich habe den Tag jetzt schon
zweimal erlebt, ne? Das klingt aber verrückt, ne? Das kommt mit dem Cupcake hier an, ne? Ja. Auf jeden Fall fängt halt dann irgendwie Tree an, ja, pass auf, ich kann es dir beweisen. Du gibst mir jetzt gleich einen Cupcake. Ihr habt noch eine Überraschungsparty für mich geplant. Und Lori so, ah, na toll, wer hat es dir verraten? Niemand hat es mir verraten. Heute Abend wird mich jemand töten. Ja, also Lori hält Tree jetzt einfach für hysterisch, weil der irgendwie das ein schlimmer Tag ist. Lori sagt dann halt auch noch, pass auf, ich weiß, wegen deiner Mom ist es halt ein schwerer Tag für dich. Ruh dich aus, geh gar nicht erst auf die Party, sondern entspann ein bisschen. Komm runter. Vor allem, du machst mir ein bisschen Angst. Was meinst du denn, wie ich mich fühle? Ja, ist schön. Naja. Ach, ja. In der nächsten Szene ist es wieder abends und wir sehen jetzt Tree, wie sie die Fenster mit Brettern genau, vernagelt. Genau, sie vernagelt die Fenster mit Brettern und schiebt halt ein so ein kleines Sideboard. So was. Vor ihrer quasi Haustür, sage ich jetzt mal. Ja, vor die Zimmertür. Zimmertür, Entschuldigung, ist mir nicht eingefallen. Sie guckt sich halt auch wieder Fotos an. Na, dabei, zack, der Strom. Ist wieder aus an. Kurz aus an. Daniel dann, klopft wieder an die Tür und meint so, warum ist dann hier abgeschlossen? Du darfst nicht zu spät zur Party kommen. Und haut dann auch wieder ab. Genau. Gut, sie... Auf jeden Fall der Fernseher. Sie möchte umschalten, weil ein langweiliges Programm im Fernseher läuft und findet aber die Fernbedienung nicht. Ne? Sie wühlt halt so ein bisschen rum und findet einen schwarzen Umschlag, der an die Tree gerichtet ist, genau. Von wegen Happy Birthday. Sie zieht die Karte auch heraus. Es ist tatsächlich eine Geburtstagskarte. Als sie sie aber aufschlägt, steht darin, genießt das heute, denn es wird kein Morgen geben. Das Fernsehgerät geht aus. Ja. Und plötzlich wieder an und es ist ein Nachrichtensender, man hört noch so Fetzen von wegen Schusswechsel, Mann, ne, und zack, TV aus. Wieder aus. Sie sieht sich halt im Zimmer um und hört halt auch Geräusche. Ja, bewaffnet sich selbst schon mal mit dem Hammer, mit dem sie ja vorher die Fenster vernagelt hat. Und sieht oder geht zur Tür, wohinter halt der Kleiderschrank ist, diese Einbauschränke in den USA. Und öffnet ihn auch, guckt halt rein. Aber und nix. Beruhigt sich halt, sie lässt schon so die angespannten Schultern wieder ein bisschen sinken, als sie plötzlich Geräusche aus dem Badezimmer hört. Mein Gott, sie geht langsam hin, langsam hin, langsam hin, geht zur Dusche. Die berühmte Duschvorhang-Szene. Sie streckt den Arm aus. Duschvorhang aus. Also, der Fernsehapparillo ist wieder angegangen, ne? Sie guckt natürlich Richtung Fernseher und hinter ihr befindet sich schon der Babyface-Killer. Der Babyface-Killer, ne? Auf jeden Fall rangelt sie jetzt, als sie ihn bemerkt, natürlich mit ihm. Sie schlägt ihn auch, kann ihn mit dem Hammer auch einmal treffen, will halt fliehen, aber die Kommode steht ja vor der Tür und zack, er erhascht sie und ersticht sie. Zack. Sie wacht dann wieder mal auf, so, wah, ne? Und Carter so, was ist los? Das Handy, mit der jetzt Anruf geht wieder. Und knallt an die Wand. Ja, weil sie es durch den Flur, vor allem durch das Zimmer wirft. Sie komplett hysterisch. Das soll aufhören! Sie zieht sich an, rennt aus dem Zimmer. Der Zimmerkollege nur noch aus dem Flur lugt ins Zimmer, nach dem Motto, was ist das jetzt? Sie... Greta kommt entgegen und... Die Sprengler gehen wieder, die Alarmanlage geht. Aus der Gruppe der Studenten kippt wieder einer um. Carter aber plötzlich hinter ihr hält sie auf und meint, du hast deine Sachen vergessen. Und sie umarmt ihn einfach. Oder? Ja. Ne? Und in der nächsten Szene sehen wir, dass die beiden etwas trinken gehen. Und Kaffee. Ne. Carter hat jetzt auch schon einen sehr verwirrten Gesichtsausdruck. Anscheinend hat sie ihm jetzt auch die ganze Story erklärt, halt, ne, was sie halt meint, was mit ihr passiert. So nach dem Motto, pass auf hier, ich erlebe diesen Tag immer wieder und muss jedes Mal sterben. Okay, er sagt dann, nehmen wir mal an, das Ganze stimmt. Ne? Dann ist doch die Frage, warum? Ja. Will dich jemand um und warum passiert das mit dir? Ne? Und vor allen Dingen, warum ist es heute so was Besonderes? Und sie so, keine Ahnung. Und hier Handy geht wieder, Dad, dieser Geburtstagsjingle kommt halt, den hatten wir vorher noch gar nicht erwähnt, dieser Geburtstagsjingle. Und er fragt, du hast Geburtstag? Ja, ist doch nichts Besonderes. Ja, aber es ist doch symbolisch. Es ist symbolisch, alle hier und vor allen Dingen, jemand, der dich töten will, weiß es, dass du Geburtstag hast. Wer weiß, dass du Geburtstag hast? Ja, alle, die geben mir eine Überraschungsparty. Ja, was ist das Motiv? Ja, und jetzt überlegen sie sich,
eine Täterliste quasi. Ja, vielleicht ist es Danielle, weil ich habe mit ihrem Typen rumgeknutscht. Und Kat dann so, ja, doch bestimmt, bevor du mich getroffen hast, oder? Ja. Naja, auf jeden Fall gibt sie jetzt ein paar Leute zur, sag ich jetzt mal, offene Täterliste. Ja, vor allem kommt halt raus, weil sie eigentlich gedacht hat, sie hätte ein Schäferstündchen mit Kater halt gehabt in dieser volltrunkenen Nacht. Und er sagt, nein, 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 ich war im Ryans Bett, habe ich geschlafen. Ich hatte halt nur Angst, dass du an deiner eigenen Kotze erstickst, so ungefähr. Ist das ist der Tenor. Und auf jeden Fall sollten wir jetzt rausfinden, wer halt der Mörder ist. Genau. Und? Es kommen halt einige Verdächtige, also Danielle, Gregory, halt der Arzt oder seine Frau, die gruselige Tussi aus dem TK Maxx, der Uber-Fahrer, also sie zählt so ein paar auf und Carter guckt sie an, okay, das bringt hier nichts. Ja, also sagte, lass dich immer wieder töten und umso näher wirst du irgendwann der Spur nahe kommen. Also nach dem Motto, du musst halt jeden Tag nutzen, um einen Verdächtigen irgendwie auszuschließen. Genau, sie macht jetzt quasi eine Liste mit Verdächtigen, hat als erstes schon hier Nick, und zwar der Disco-Nick, aber den kann man ja schon kategorisch ausschließen, weil er ja in der Nacht auch hops gegangen ist. Genau, quasi, ne? Du hast recht. Hab ich auch. Als zweitens steht jetzt Tim. Richtig. Sie schleicht sich halt an, wo er halt wohnt, guckt spingst durchs Fenster. Und man sieht schon einen Laptop, man sieht seine Hand in Hosen, also in seinen Hosen, und man sieht eine Taschentuchbox. So, macht was draus, Leute. Ja, sieht halt dann, als er den nochmal gestört wird und den Laptop beiseite stellt. Also er stellt den Laptop beiseite, weil er hinten irgendwas gerochen hat wahrscheinlich. Und sie sieht, wie er sich, ich sag's jetzt einfach, Schwulenpornos angeguckt hat. Ah, und sie freut sich. Also Ja, super geil. Auf jeden Fall streicht sie ihn von der Liste, denn als sie sich umdreht, um von dem Fenster wegzugehen, taucht der Babyface-Mörder auf und ersticht sie. Naja, sie wacht wieder auf, ne, bei Carter, der weiß natürlich von der ganzen Story wieder mal gar nichts, ne, und sie fängt jetzt an, ihre Haare zu färben, weil wenn man eh schon, dann kann man auch mal ein bisschen ausgeflippter sein, ne? Richtig. Nämlich die dritte auf der Liste der Verdächtigen ist Stephanie. Das ist die Frau von Dr. Gregory. Genau. Mr. Butler, Dr. Gregory. In einer Person. Sie liegt auf der Lauer in einem wunderschönen Camouflage gehüllt. Ja, wenn schon, denn schon. Und beobachtet sie, aber kann sie auch ausschließen. Denn als sie sich umdreht, zack, steht der Babyface-Killer vor ihr und ertränkt sie. Genau, sie wacht auf, spuckt Wasser und Kater und so weiter. Wir kennen das Spiel. Genau. Ne? Der vierte auf der Liste ist jetzt Danielle. Ja, ne? Sie verbringt Zeit mit ihr oder geht mit ihr spazieren, als von Danielle irgendwie die Sachen runterfallen. Genau. Bücher fallen halt runter und bei den Büchern ist diese ominöse Geburtstagskarte in dem schwarzen Umschlag, wo ja dieser komische Satz von wegen der letzte Tag und so. Und als sie diese Karte sieht, gehen die beiden Frauen sich an die Gurgel. Genau, sie geht Danielle erstmal fett an die Gurgel, prügeln sich bis auf die Straße und das Ende von Lied ist, sie werden vom Bus überfahren, sie wacht auf, wieder bei Kater, lalala, lalala. Genau. Der fünfte auf der Liste ist Gregory. Und da sie sich jetzt gedacht hat, wenn schon, denn schon. Ist eh alles scheißegal. Sie stolziert nackt über den Campus, trifft die Umweltaktivistin, der Rasensprenger geht wieder an, der Autoalarm geht wieder an, aus der Studentengruppe kippt wieder einer um. Und sie liegt jetzt als in der nächsten Szene bei der Unterführung allerdings auf der Lauer. Genau, mit einem Baseballschläger bewaffnet halt, was man halt so hat. Genau. Und sieht auch jemanden anschleichen. Da schleicht jemand umher, auf sie zu, sie dreht um, holt aus und erschlägt die mit einer vollen Packung Donuts bepackte Becky. Die arme Becky, die tut eigentlich am meisten leid. Auf jeden Fall dreht sie sich jetzt um. Nein, 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 Becky, nein, 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 will ihr helfen. Und der Babyface-Killer steht hinter ihr, hat ihren Baseballschläger in der Hand und zerstört ihr den Schädel. Und sie stirbt. Und genau, wacht sie wacht wieder auf bei Carter und sagt, dein Plan ist total scheiße. Und er so, hä? Hat halt jetzt richtig Kopfschmerzen. Ja, aber, genau, das fangen halt die Schmerzen halt wirklich halt an, real zu werden. Ne? Richtig. Und ist dann halt so, ich gehe völlig benebelt halt und fällt halt den reinstürmenden Ryan hier von wegen, ha, hast du flachgelegt, in die Arme. Richtig.
Und in der nächsten Szene wacht sie im Krankenhaus auf wieder. Sie sieht halt so ein bisschen so verschwommen, ja, wie sich jemand halt nähert. Hat halt im ersten Moment den Verdacht, dass es wieder der Babyface-Killer ist. Aber als sie richtig klar wird, sieht sie, dass es Carter ist, der sie besucht und sich Sorgen um sie macht. Genau, also sie, was ist denn passiert? Ja, du bist ohnmächtig geworden. Ne? Mhm. Wir sehen, der Strom, der Licht aus an. Und wieder angeht. Ne? Und der Dr. Gregory kommt rein und Besuchszeit ist vorbei. Ja. Ne? Auf jeden Fall verabschiedet Carter sich jetzt und der Dr. Gregory meint, ja, deine Patientenakte macht mich etwas stutzig. Nach dem, was hier alles steht, müsstest du eigentlich oder solltest du eigentlich tot sein. Richtig, weil er hat halt auch so Röntgenaufnahmen von ihrer Lunge und all oder von ihrem... Und sie sagt, ich muss jetzt gehen, ne? Na, du bist aber sicher hier, ne? Ich werde auch auf dich aufpassen. Und sie so, den ältesten Trick der Welt, ja pass mal auf, ich habe Durst, kannst du mir nicht was zu trinken holen? Limo. Und er geht los zum Limo-Automaten und sie macht sich auf und davon. Genau, er geht wieder zurück vom Limo-Automaten weg in ihr Zimmer, sie ist getürmt. Ende der Geschichte. Sie befindet sich nun, also sie schleicht durch die Gänge, befindet sich nun in Dr. Gregorys Büro, um dort seine Autoschlüssel zu suchen, damit sie abhauen kann und findet beim Wühlen eine Babyface-Maske. Leck mich doch. Ne? Alter Verwalter. Sie findet aber auch die Autoschlüssel und macht sich weiter davon. Genau, sie schleicht halt den Flur jetzt halt entlang, weil mittlerweile sollte der Dr. Gregory ja bemerkt haben, dass sie nicht mehr da ist. Genau. Und eine Tür geht auf, es ist Dr. Gregory und sagt, hey, alles gut? Und zack, zerkrabbum. Ne? Hinter ihm kommt Babyface Mörder und tötet ihn. Genau, er sticht ihn ab quasi und sie flüchtet durchs Treppenhaus nach unten in den Parkplatz da quasi. Parkgarage. Entschuldigung. hier der Babyface Heini immer hinterher. Sie schleicht da jetzt und drückt halt auch auf diesen Autoschlüssel, ne, um zu wissen, wo das Auto halt ist. Naja. Schafft es halt auch ins Auto rein, sich da drin zu verbarrikadieren. Unser Babyface-Killer hat das Ganze natürlich bemerkt, ist halt am Fuchteln. Versucht er jetzt mit dem Messer irgendwie sich Zugang zu verschaffen. Aber sie schafft es, davon zu rasen. Und sie rast aus dem Parkdeck. Und es... Ja! Ich hab's geschafft! Yay! Und aus der Ferne... Minu, 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 minu. Sie wird von der Polizei angehalten. Und Scheiße, ja, hier, wie was das so heißt, ne, wird kontrolliert, Motor aus, Papiere bitte, ja, die hab ich nicht, er will mich wieder umbringen, wieder? Ja, er hat schon mal versucht, haben sie Alkohol und Drogen genommen? Moment mal. Nein, sagt sie erst und dann warten sie mal, wenn ich jetzt ja sage, sperren sie mich dann ein? Ja. Okay, ich habe getrunken. Und Sternhagel voll, high und bin voll drauf. Ne? Sie müssen sich festnehmen. Dann gehen sie jetzt wohl ins Gefängnis. Ne? Gute Idee. Sie lässt sich abführen ins Polizeiauto. Ja, danke schön. Der Polizist steht noch draußen, er hält gerade einen Funkspruch, als er plötzlich zack vom Babyface-Killer überfahren wird. Ach Mann, ey. Der arme Und er Mann. Kommt halt auf sie zu, der Maskenmann. Ne? Und sie schreit, was willst du denn von mir? Ne? Und er geht wieder zurück in sein Auto, hat eine Geburtstagskerze in der Hand. Man sieht einen Blick auf sie quasi und sieht von außen wie ein Benzinleck, also ein richtiges... Ordentliches Leck. Ne? Und er lässt die Kerze halt fallen und sie geht scheiße, auf. Badum. Und natürlich wacht sie wieder in Katers Zimmer auf. Oh, du bist wach! Silenzium! Also sie fängt jetzt halt an, sich immer mehr Spaß halt einfach daraus zu machen. Sie geht zu den Tabletten hin, ne, und er so, oh, kennst dich aber hier, ne, und schluckt die ganzen Tabletten halt, ne. Und du könntest aber sterben, ne, so einfach ist das nicht. Also sie ist jetzt komplett durch. Sie trifft jetzt auch auf seinen Mitbewohner und sagt ihm, pass auf. Also zu Ryan, der halt reinstimmt, du solltest Mädchen nicht geile Schnalle nennen. Sonst ist es hier, wird schlecht für dich, halt laufen die nächsten Jahre. Naja, auf jeden Fall, es geht jetzt Carter aber auch hinter ihr her. Sie verlassen jetzt quasi beide über den Campus. Ne? Genau. Und ja. Sie versucht ihm halt wieder zu verklickern, pass auf, ich bin hier schon wieder selben gestorben. Selben Tag, immer und immer wieder. Hier, pass Zum auf. Zum Beweis,
Pass auf. Gleich Sprinkler, ne? Da geht das Auto gleich los. Da kippt der junge Mann da gleich um. Ne? Und er guckt sich das alles an, weil es ja alles passiert. Und so, okay. Und wir sehen uns dann wieder an diesem Diner oder Cafeteria oder was das da war, ne? Und die sind da am Schmausen, ne? Und sie rülpst erstmal vor sich hin. Sie furzt am Horn. Pupst da ordentlich, ne? Und er so, ne? Und ihr Dad ruft halt wieder an, deswegen ja. ist er dann, Kater dann wieder, ach, du hast Geburtstag heute. Genau. Und dann erzählt sie halt ein bisschen von sich, halt sagt, dass sie erzählt halt, ja, meine Mom ist vor 3 Jahren gestorben, sie und ich, wir hatten am gleichen Tag Geburtstag, darum ist das halt so schwer für mich, mein Geburtstag. Aber wenn die sehen, meine Mom sehen würde, was aus mir geworden ist, die wäre total enttäuscht. Auf jeden traurig. Fall ist der Tenor halt, ich bin kein guter, ich bin kein guter Mensch. Ja. Ne, und hier, Kater halt, ja, aber es ist ja nie zu spät, sich zu ändern, ne. Ja, aber jedes Mal, wenn ich aber auch zurückkomme, merke ich, wie ich aber auch schwächer werde. Genau, also ne? Diese ganzen töten, wieder aufwachen, ne? Geht nicht spurlos an ihr vorbei. Auf als plötzlich... In den Nachrichten kommt hier halt Verdächtiger John Toms oder Toms, ist wohl im Krankenhaus gelandet und... Sie erinnert sich da an den Wachmann, der noch da im Flur saß. Genau. Weil einfach so sitzt ja ein Wachmann nicht da im Flur. Genau. Ja. Und sie auch so, oh mein Gott, er ist es und rennt halt los. Und er war die ganze Zeit über hier und sie rennt los. Sie rennt Richtung Krankenhaus oder ins Krankenhaus und dann ist die Rezeptionistin da halt am rum, sitzt halt, ne, liest in ihrem Heftchen. Uta Danella Buch, ne. Rufen Sie die Polizei! Er wird flüchten! Und sie so, gehen okay. Sie nicht rein! Ja, zum Wachmann, aber der geht halt rein. Und ist reingegangen. Ja. Und sie schnappt sich eine Feuerwehraxt, die da so im Flur rumhängt, wo sie halt das Glas einschlagen ja. muss. Geht in das Zimmer E723. Tut nichts zur Sache, aber. Ist egal, wollte ich trotzdem nur mal erwähnt haben. Sie geht und halt rein, schleicht sich halt rein mit der Axt bewaffnet wie Jack Nicholson in Shining. Genau. Und man sieht schon den Maskenmann, der sich halt irgendwo im Hintergrund versteckt hat. Ja, sie geht halt immer weiter rein ins Zimmer und sieht den Officer tot am Boden liegen. Und so, scheiße. Das Bett ist natürlich auch leer. Sie reißt sich um, aber mit einem Schuss wird ihr die Axt aus der Hand geschossen, ne? Und rennt. Ja. Ne? Und schreit halt noch, er hat eine Waffe, weil die Rezeptionistin ihr entgegenkommt. Und zack, das war's für sie. Genau, sie sind jetzt irgendwie an so einem Krankenhausflur. Tree versucht die ganze Zeit noch einen Aufzug zu holen, der aber sich nicht öffnet. Auf jeden Fall steht jetzt John Toms vor ihr, nimmt halt die Maske auch ab. Und es ist halt John Toms. Ne? Es ist halt John Toms, genau. Und er will halt gerade schießen, als zack, Carter von der Seite kommt, ihn komplett wegtackelt. Oh, die Waffe rutscht zu Tree. Ja. Und... Sie versucht halt auf ihn zu schießen, aber es ist halt nicht entsichert worden, die Waffe, ne? Und deswegen passiert auch nichts. Und der John Toms packt sich den Kopf von Carter und bricht ihm das Genick. Ja, voll tragische Szene. Auf jeden Fall rennt Tree jetzt los in eine Art Flur rein. Am Ende ist halt so eine Doppeltür, die mit so einer Kette gesichert. Ist halt verkettet, aber sie kann noch durchhuschen. Ja. Und der John, der schmeißt sich da noch... Ne? Gegen kann auch durchkommen. In der Zwischenzeit hat sie sich halt versteckt. Ne? Sie befinden sich in so einer Art Glockenturm. Genau, der Glockenturm. Und sie jetzt am Nachdenken. Ich kann ihn jetzt nicht umbringen. Hier, ja, ne? Sie hat sie den Eimer schon. Genau, sie schlägt den Eimer nieder und denkt, ich kann ihn nicht umbringen, weil wenn die ganze Geschichte jetzt vorbei ist, ist Carter tot. Ja, ne? Genau. Also lässt sie das Brecheisen, was sie in der Hand hatte, fallen, rennt den Glockenturm rauf. Der John Toms hat sich wieder aufgerappelt, will hinter ihr her. Sie ist oben angekommen, wo auch immer sie den Strick her hatte. Da hängt ein Strick. Auf jeden Fall legt sie sich ihn um den Hals und springt runter, bricht. Also naja, Moment. Er hängt sich. Du kannst jetzt die Szene nicht einfach so wegreden. Ne? Okay. Sie Strick um den Hals, blickt hinab auf John, auf John Toms. Und sagt, wir sehen uns später, Arschloch. Stimmt, hast du recht. Ne? Das muss man auch mal genießen dann. Natürlich. Auf jeden Fall baumelt sie dann und ist tot. Und zack, nächster Tag. Und sie wacht in Carters Zimmer auf. Und die freut sich wie Bolle, dass Carter halt noch lebt da. Und Carter... Was ist los? Okay. Ne? Also sie umarmt ihn, ne? Und drückt ihn.
Und sie sagt, oh, kann ich mir das ausleihen? Da, ne? Und ist halt ein Kissen, was sie sich ausleihen möchte. Genau. Und, ja, gut, ne? Und hier die Klimaaktie, also Greta kommt halt an, ne? Und sie, ja, sie unterschreibt alles da, ne? Sie warnt die, das Pärchen da vor den nassen Sprinkleranlagen da. Und sieht, wie der Mann umkippt und schafft es gerade noch, das Kissen unter seinen Kopf zu werfen. So sieht's aus. Sie trifft Tim und sagt zu ihm, pass auf, ich weiß, dass du auf Jungs stehst. Das ist super, Liebe ist Liebe, angel dir doch einfach einen Knackarsch. Genau, gehst jetzt los und suchst den Knackarsch. Genau, und ist einfach beschwingt und geht weiter. Ja. Sie kommt jetzt wieder an ihrem Verbindungshaus an. Dort ist dann, trifft sie auf Danielle. Sie erzählt, ja, pass auf, ich war bei Kater. Das ist ja mein Liebchen, der ist super. Wahrscheinlich werde ich ihn sogar heiraten. Sie lässt dann Danielle unten stehen, geht in ihr Zimmer, trifft auf Lori, ihre Mitbewohnerin. Ne? Sieh mal an, wer da ist. Hallo. So, hier ist Johnny. Auf jeden Fall, sie entschuldigt sich bei Lori und meint so, ja, ich war halt nicht immer eine nette Mitbewohnerin, aber wir können ja nochmal von vorne anfangen und du musst mir unbedingt mal von deinem mysteriösen Kerl, den du da hast, erzählen. Oh ja. Und stürmt zu ihrem Kurs, ne, weil es ja 9.20 Uhr halt ist und in dem Kurs ist halt unser Dr. Gregory, der Dozent. Genau, die macht die Tür auf und sagt, Dr. Butler, Gregory, kann ich Sie mal kurz sprechen? Und er ist leicht irritiert. Also am Ende des Tages ist der Tenor einfach nur, ich beende hier die ganze Scheiße und wenn du Eier in der Hose hast, entweder verlässt du deine Frau und sagst es ihr oder, ne. Genau, betrügst die halt nicht noch. Genau. Also was macht man halt nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt als nächstes bei der Hausversammlung, wo Becky mit der Schokoladenmilch da sitzt. Und erst ist Danielle noch dran. Ja, nicht jeder zieht es hier vor, pünktlich hier bei dem Treffen halt zu sein, weil unsere Freundin Tree halt noch nicht da ist. Also stürzen wir uns erstmal auf Becky. Ja. Ist das Schokomilch einfach? Und dann kommt Tree auch schon mit einem Tablett vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schön macht. Dicke Pommes, Kuchen, ein Hotdog richtig ist auch so, noch da richtig drauf. Richtig geil. Ne? Und quasi nimmt sich dann halt erstmal eine Ladung Pommes, stopft sie sich im Mund. Danielle fällt so, was machst du da? Das sind Kalorien. Das ist doch alles Fett. Willst du so fett werden wie Becky? Und sie schnappt sich dann den Schoko-Drink, geht genüsslich zu Danielle, mit dem Strohhalm raus und gießt ihn ihr über den Kappes. Ne? Richtig so. Ordentlich. Mensch. So sieht es aus. Genau. Carter kommt ums Eck, ne? Und er kriegt einen Knutscher. Ein Schmatzer. Knutscher, ne? Und sie ist dann halt, ja, möchtest du mich heute Abend zum Geburtstag ausfüllen? Lalalala. Sie machen halt ein Date aus. Und er ist halt total perplex, weil er hat sie ja erst kennengelernt gerade, im Endeffekt er. Ne? Ja, aber er freut sich schon sie ein bisschen. Sie kennt ihn schon länger. Ja. Auf jeden Fall ist jetzt in der nächsten Szene, sieht man einen Herrn an einem Tisch im Restaurant sitzen und es stellt sich heraus, dass es ihr Vater ist, wo sie ihn ja die ganzen Tage vorher ignoriert hat. Und halt sie auch anscheinend schon länger ignoriert hat, seit dem Tod der Mutter halt, genau. Ne, seit vor 3 Jahren war es gewesen, ja, meine ich, ne. Ja. Und dass das ja halt schwer für sie ist, ne, und dieses, am Ende ist ein emotionaler Moment halt, ja, ne, sehr. Und die versöhnen sich am Ende des Tages. Er sagt Happy Birthday, mein Schatz. Und gut ist auch diese Richtig. Szene. Richtig. Ne? Und dann macht sie sich ready für den Showdown. Genau. Sie richtet ihren Timer an ihrer Casio-Uhr ein auf 30 Minuten. So sieht's aus. Ab jetzt. Und sie bewaffnet sich mit einem Messer und macht sich auf ins Krankenhaus. Dort hält sie das Messer dem Wachmann an die Kehle und sagt, passen Sie auf. Sie stehen jetzt hier auf. Sie klaut ihm die Waffe dann. Ja, noch tun sie nichts Unüberlegtes. Ja. Noch haben sie nichts getan. Na, sie erzählt dem Wachmann dann, passen Sie auf, der Toms, der wird abhauen. Sie holen jetzt schnell Hilfe. Los, 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 los. Und der Wachmann rennt auch los. Ja, sie geht in das Zimmer. Von John. Der liegt im Bett. Mach die Augen auf. Ich weiß, dass du nur so tust, als ob. Er grinst sie an. Ne? Und sie will halt wieder schießen und er sagt, sie ist nicht entsichert. Ne? Kind. Ne? Auf jeden Fall überwältigt er sie natürlich. Ja, weil er noch ein kleines zusätzliches Messer dabei hat. Ne? Und das kommt zu einem Fight. Er schmeißt sie gegen so eine Glasvitrine, irgendwas zersplittert da auf jeden Fall. Da ist auch schon mehr Feuerwehrutensilien drin, da ist glaube ich so ein Schlauch drin. Ja, ja gut, kann man auch als Auf jeden Fall Mord kämpfen drauf, sie und sie geht zu Boden, als plötzlich der Timer an ihrer Uhr piepst. Genau. Und der Strom geht weg. Und der Strom geht wieder an. Und sie ist weg.
Tada! Sie befindet sich hinter ihm. Ja, und hat jetzt die Waffe wieder in der Hand, die zu Boden gegangen ist, und sagt zu ihm, jetzt ist sie entsichert. Danke für den Tipp. Peng! Und sie hat John niedergestreckt. Ja, hat erschossen, er ist tot. Erschossen! Und nächste Szene sehen wir, wie Tree und Carter halt, ich weiß gar nicht, sind die da bei ihr im Zimmer da, ne? Mit diesem Cupcake halt da. Und er fragt, und was wünschst du dir? Ein neuer Morgen. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen ja wenig. Nein, nein, das ist das nicht wenig. Schon. Nur ein neuer Morgen. Sie pustet die Kerze aus. Und sie wacht auf. Und sie ist wieder in Carters Zimmer. Oh, du bist wach. Du hast ganz schön getrunken gestern Abend. Er ist doch tot! Verdammte Scheiße! Nochmal Kater. What? Und in der nächsten Szene ist sie wieder in ihrem Studentenzimmer, trifft auf Laurie, sie mal an, wenn endlich da ist. Und sie fängt, Tree fängt an, irgendwie ihre Sachen zu packen. Ich fahre jetzt weg. Und es wird nicht aufhören! Und Laurie ist etwas verwirrt und gibt Tree den Cupcake. Du bist ja verrückt! Laurie gibt dir den Cupcake, ja? Danke, den habe ich gestern schon gegessen. Und plötzlich grübelt Tree halt nach, oh mein Gott, ich starb gestern Abend im Schlaf. Du hast mich umgebracht. Der Cupcake ist vergiftet. Was ist los? Ja, ist doch klar. Die Geschichte um Toms herum, du lungerst darum. Das war doch der perfekte Verdächtige, der beste Sündenbock hier, ne, und... Du warst es die ganze Zeit immer gewesen, ob da, ob da, ob da. Denn wir erinnern uns, Laurie ist ja Krankenschwester und hatte halt Zugang zum Krankenhaus. Ist das ein Witz? Und ja, beweis es, wenn der Cupcake nicht vergiftet ist, ne, dann iss ihn doch. Ja. Dann iss ihn. Du bist verrückt. Ich werde zur Polizei. Dann gehe ich als Polizei, die werden schon rausfinden, was in dem Cupcake ist. Ne? Und plötzlich zack, Kampf. Ja, Laurie packt. Tree verliert deine Haare, ne, und schmeißt sie halt zu Boden. Beißt sie. Eigentlich nicht, aber ist natürlich toll, wenn es doch gebissen wird. Ja, warum? Weil du. Ja, weil doch Tree verdammte, verfickte Scheiße nochmal mit ihrem Schwarm Dr. Gregory. Butler, Dr. Mister. Doktor rumgemacht hat. Und sie, Laurie, war eifersüchtig die ganze Zeit. Und sie hat es nicht ertragen, dass Tree hier die olle Bitch ist, die ihr Liebchen halt haben durfte. Also klassisches Motiv, Eifersucht. Genau. Okay. Auf jeden Fall, Gerangel weit, geht weiter. Ja, es wird gerangelt. Und Tree packt jetzt den vergifteten Cupcake. Ja, stopft ihn ihr ins Maul. Richtig so. Ne? Und dann, nein! Ne? Sie sieht den Kronleuchter an der Lampe baumeln, hätte ich jetzt was an der Decke baumeln, schwingt sich elegant daran und stößt mit einem beherzten Frontkick die arme Laurie aus dem Fenster. Die stürzt vorne auf die Treppen und ist tot. Und das arme Mädchen mit den Kopfhörern muss das Ganze mit ansehen. Auf jeden Fall Tree jetzt oben im Zimmer, total fertig mit der Welt. Und ja. Und in der Szene sehen wir halt Nachrichten, ne, im Fernsehen. Über diese ganze Geschichte halt. Danielle gibt unnützerweise ein paar Interviews, ja, die kein Mensch gebrauchen kann. Ne. Wir sehen wieder diese Cafeteria, hier Tree und Carter, sind halt da am Rumplänkeln. Nee, das waren ja jetzt hier tolle Minuten. Weißt du, woran mich die Story erinnert? Täglich grüßt das Murmeltier. Hä? Hä? Ja, Bill Murray. Aus Ghostbusters. Hä? Wie, du kennst den? Kannst du so leben, ne? Aber auf jeden Fall, es ist Dienstag, der 19. Ja. Und? Tree wacht in Carters Zimmer auf. Ja. Aber es ist nicht mehr Montag. Es ist endlich Dienstag. Es ist Dienstag, der 19. Ende der Geschichte. Mein Gott, toller Film. Abspann. Oh, ja, ja, es passiert auf jeden Fall sehr viel. Es gibt keine größeren Längen. Nein, gar keine Längen eigentlich. Es ist Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag. Also die Zeit ist auch gut ausgenutzt, finde ich.
Boah, haben sie also, schön gemacht. Es wird nicht langweilig, man fiebert mit, es ist lustig zwischendrin halt auch, es ist ja, dramatisch. Es ist auch kein Horrorfilm in dem Sinne, es ist ein kleiner Slasher. Ja. Hat seine also kleinen Slasher-Momente. Ja, mit aber amüsanten Elementen halt einfach drin. Genau, amüsante Elemente. Aber es ist sehr cool, es ist was Erfrischendes. Eine tolle Schauspielerin. Kurzweilig, ja. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Sie heißt Jessica. Die Jessica Rose. Jessica. Mhm. Ich hatte sie vorher noch nie gesehen irgendwo. Nee, sagte mir jetzt erstmal auch nichts. Mir auch nicht. Aber? Ja, tut ja nichts zur Sache, ist auch egal. Umso besser ist es, ne, wenn man die Leute nicht kennt. Ja, ich finde es auch so, frische Gesichter. Ist immer besser. Auf jeden Fall. Aber es ist halt so ein typischer Film, der kurzweilig ist und der mega viel Spaß macht zu gucken einfach. Ja. Und es ist eine coole Idee. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als hätte es das noch nicht gegeben mit diesem täglich grüßt das Murmeltier. Ja gut, aber in dem Sinne hat es ist ja so noch nicht gegeben, mal vom Murmeltier ab. Ja, ne? Aber es ist halt eine coole Story. Und es gibt einen coolen Plot-Twist, muss man sagen. Weil man denkt, okay, jetzt hat sie den John da ums Eckchen gebracht und dann... Ja, das ist halt ein bisschen plump hereingegangen. Ne? Aber ist auch egal. Entschuldigung. Richtig. Gut, Spezialeffekte war jetzt nicht so, ne? Irgendwie Messerstich, ein bisschen Blut an einem Messer. Mal ertränken. Ja, gut, aber also, das ist ja jetzt nichts. Aber durch was ist sie alles gestorben? Sie wurde erstochen mehrfach, sie ist ertränkt worden, sie wurde erschossen. Wurde sie erschossen? Hm. Sie hat sich da genickt, also ist da erhängt. Erhängt. Sie hat sich erhängt, sie ist im Feuer gestorben. Also ein bisschen was hat sie auch schon durchgemacht. Doch. Das arme Ding, du. Doch, aber doch, ist ein schöner Film. Ja, voll. Also ich bin voll begeistert davon. Ja, ich mag Ryan. Ja, jedes Mal. Und hast du flach gelegt. Hast du die Schnalle flach gelegt. Ja. Und du meinst, sie geht dann da raus, dieser eine Typ mit der Sonnenbrille, die Umweltaktivisten, die Wassersprenger, die Autoalarmen. Es ist toll. Es ist sehr toll. Ich möchte natürlich hier niemanden verunglimpfen, wenn ich die Klimaaktivistin als Greta bezeichne. Nein. Das ist halt nur, um zu verdeutlichen, was das für eine Person ist. Ne? Sie sammelt doch eine Unterschrift mit ihrem Klemmbrett. Genau. Also weit davon entfernt, irgendwie mit einem Kanu über den Rhein zu fahren. Okay. Gibt sonst noch was zu sagen? Doch, ist ein toller Film eigentlich. Ja, sag ich doch, die ganze Zeit. Mensch. Ja, ich versuche irgendwas Negatives an den Film zu finden. Mal von dem plump hier John Toms irgendwie reinbringen da und das finde ich, ne? Ich fand's super. Ja. Also ich finde ihn so, wie er ist, super. Weil man braucht halt nochmal so einen Plot-Twist-Moment einfach. Weil das wäre sonst zu plump gewesen. Hätte sie ihn am Ende da erschossen mit ihrem Showdown fertig machen und. Ja, man hätte aber auch so tun können, als ob John Toms überhaupt kein Übeltäter gewesen wäre. Dass es von Anfang an so gestrickt worden ist von Laurie. Dass es einfach nur ein bettlägeriger alter Patient ist. Hm. Wo sie halt die Fakten so, ne? Nein. Aber würde ja keinen Sinn machen eigentlich, weil dann müsste sie das ja jeden Tag machen. Und dann müsste sie ja im Endeffekt auch in dieser Schleife festhängen. Ha! Naja. So sieht's aus, ja. Sehr cool auf jeden Fall. Ich find's halt auch immer cool, dieses... Sie ist ja die Einzige, die weiß, dass es eine Schleife ist. Dann jedes Mal wieder Kater von vorne alles erzählen, weil der von nichts weiß halt. Der schnallt das aber auch. Ne? Das ist auch furchtbar. Also das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor, muss ich ehrlich sagen. Ja, wenn irgendwann... Hast du auch keine Lust mehr. Ne? Nö, ja. Also auf jeden Fall beide Daumen hoch für den Film. Doch, ja. Wie gesagt, eine wundervolle Schauspielerin. Die ist sehr gut rüber. Ja, auf jeden Fall. Jessica. Jessica. Nee, auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Ja, doch, sehr klare Empfehlung. Ich habe eigentlich gedacht, dass mit Laurel würde auch wirklich, wie du auch schon gesagt hast, erst im zweiten Teil eigentlich rauskommen, dass sie das war. Habe ich zwischendurch echt gedacht, dass das im zweiten Teil rauskommt. Ja, aber da hatte ich dann nämlich auch. Ich dachte... Ach ja, okay, jetzt in dem Teil ist es halt John Toms halt gewesen. Ja, habe ich auch gedacht. Und dann, was ist denn zum Teil eigentlich? Ich glaube, der zweite Teil wird so ein bisschen abgespaced, dann mit dieser komischen Maschine da. Genau, da ist aber auch Ryan mehr involviert. Ja. Aber ich glaube, der war auch noch ganz gut. Also nicht mehr so gut wie der erste, aber doch noch sehenswert, muss ich sagen. Aber ich müsste ihn auch noch mal gucken, tatsächlich, den zweiten. Ja. Wie gesagt, der erste ist auf jeden Fall eine klare Schauempfehlung, falls ihr den nicht kennt, auf jeden Fall ran an den Speck. Lustigerweise war das immer ein Film, an dem ich mich immer so vorbeigemogelt habe. Ich wollte immer gedacht, oh, Happy Death Day, ja, hier mit so einem Babyface, alles klar, ne? Und ich kannte halt nichts von der Story und dann habe ich den letztes Jahr gesehen. Ja, ist noch nicht so lange her, ja. Und muss sagen, hey,
Bombenfilm. Ja, total positiv überrascht auf jeden Fall. Man hat ja so Filme, wo man sich immer wieder dran vorbeischlendert. Sträubend tut man sich. Ja. Ja, und dann guckt es aber doch ein bisschen positiv erregt. Naja, gibt es eine negative Erregung? Ja. Egal. Ja, auf jeden Fall schaut doch mal vorbei bei uns. Auf jeden Fall ein lohnenswerter FSK 12 Film. Ja, ne? Auf jeden Fall. Passt jetzt vielleicht nicht so, aber es ist, wie gesagt, das ist ein kleiner Slasher, weil das wird ein bisschen geschlitzt. Schlitzschlitzig. Das ist halt lustig. Schöner Film. Kann man auch zu Halloween gucken. Aber Halloween ist vorbei, also. Ja. Vorbei vor allen Dingen. Vorbei. Ja, November ist auch bald vorbei. Ach, Leute, nee. Wir steuern hardcore auf Weihnachten zu. Merry Habt ihr schon alle Geschenke besorgt? Merry Christmas. So. Ja. Besucht uns gerne auf unseren anderen Kanälen auf Instagram unter gruselhaus84. Und auf Twitter unter Gruselhaus. Oh ja. Und schaut auch gerne auf YouTube mal vorbei. Da haben wir außer unseren Podcast-Folgen nochmal hier und da Unboxing-Videos etc. pp. Eine kleine Anmerkung zu Twitter. Ich werde halt auch versuchen, dass man dieses kleine Bild-Ratespiel ab nächstes Jahr vielleicht mit übertragen kann ins Twitter-Universum. Dass da auch fleißig mitgeraten werden kann, eventuell. Ja, das heißt eventuell, ich werde es halt machen, also. Sehr coole Idee. Oder wir werden es machen. Wir. Ne? Ja, Twitter ist dein Bereich. Twitter ist mein Bereich. Nein, die Technikabteilung bist du. Ich bin das Mikro. Ja, und Leute. Die Geräuschkulisse bin ich auch. Ui, ui. Hier gerade noch quietschende Stühle. Aber heute ging, ne? Heute ging. Das ist fett ge... Schweißt. Nein, alles gut. Meine Herren. Der Stuhl hat resigniert, er quietscht nicht mehr. Ja, es ist, ich wollte den Hocker neulich irgendwie verstellen und seitdem quietscht er, glaube ich, nicht mehr. Du wolltest ihn, ach so, du hast schon... Okay, nein. Egal. Egal, wir schweifen ab. Gruselhaus. Gruselhaus, genau. So, ihr Lieben, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ein dickes Dankeschön an alle auf allen Kanälen. Ja, ein dickes Bussi von uns. Ob Spotify-Hörer, ob Instagram, Schreiber, Gucker, ne? YouTube-Schauer. Genau. Regenschauer. Auch die. Twitteronis. Oh, die Twitteronis. Alle, wie sie da stehen. Ja, und ihr wisst ja, ne? Ihr als unsere Community, ihr seid ja die Gruselis. Community? Ja, natürlich. Das ist natürlich ja auch schon, ne? Ja. Eine wachsende Community. Natürlich. Ja, also an dieser Stelle... Bald sind wir ja auch schon ein Jahr alt. Oh ja, ne, nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Birthday Party. Dann holen wir uns den Party-Nick hier ins Oh Haus. Gott, bitte nicht. Ich habe keine Lust, den da tot von der Ecke zu kratzen. Von der Ecke vor allem. Von der Ecke zu kratzen. Aber wir wissen ja jetzt, was an Geburtstagen so passiert. Schwierig. So, meine Lieben, jetzt aber. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Und macht es gut. Macht es besser und sagen, wir hören uns wieder im Gruselhaus. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Bye, bye. Tschüss.